Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein aufgebraucht und platt gemacht Video aus dem Monat Mai für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, einiges ist leer geworden, sehr viele kleine Größen, weil ich war ja auch auf Reisen in Malaga, deswegen sind da ein paar kleinere Sachen leer geworden und weil ich mich auch auf ein paar Minis so konzentriert hatte. Und Sammy und ich, wir haben es uns hier bequem gemacht. Er hat da hinten sein Yum und der chillt da vorne gerade so ein bisschen auf der Couch ab. Ich habe hier mein Käffchen und wir haben uns hier romantischerweise auch eine Kerze angemacht, obwohl es draußen 19 Grad sind. Es ist okay, wir brauchen einfach ein bisschen Romantik und ein bisschen Chili-Milli-Stimmung, um so ein bisschen den Flow zu finden. Und ich hoffe auch, dass ihr euch das jetzt so ein bisschen bequem machen könnt und ich euch einfach mal so meine leeren Produkte zeigen kann, also was quasi diesen Monat leer geworden ist und euch da meine Review zuzugeben, wie ich das Produkt so fand und so. Sammy sieht das nicht so. Doch, doch, alles ist gut, Sammy. Alles ist gut. Ja, ja. Natürlich sind hier Produkte aus allen möglichen Bereichen dabei, ne? Von Beautyboxen über Kooperationen natürlich auch, aber auch ganz reguläre Drogerieprodukte sind hier am Start. Und ich starte einfach mal mit so einem Klassiker. Huch! Da springt mich hier schon direkt eine Maske an, die ich euch auch gleich zeigen werde. Und zwar bin ich jetzt endlich ja wieder bei Slipanlagen angekommen. Also es war, Gott sei Dank, es ist wieder alles normal bei mir. Ja, es ist einfach ein Prozess. Meine Schwiegermama in Spee hat mir gesagt, Claudi, weißt du, man ist 9 Monate schwanger und man bleibt auch 9 Monate schwanger. Und das ist auch irgendwie so. Also, dass du quasi nach der Geburt nochmal so 9 Monate mal mehr, mal weniger brauchst, damit der Körper sich auch wieder so ein bisschen rehabilitieren kann, ein bisschen wieder auf, ja nicht Normalzustand, sondern so ein bisschen wieder mit den Hormonen auch runterfahren kann. Und das war oder ist tatsächlich immer noch bei mir so der Fall. Julius ist jetzt 6 Monate alt und ich merke, dass das ein oder andere sich noch einpendeln muss. Aber das hier hat sich eingependelt und das freut mich sehr. Schöne Info, ne? Hier habe ich nämlich eine Maske, die rausgeflogen ist, und zwar von Yepoda The Recovery Moment. Das ist eine wundervolle Gesichtsmaske, die kannst du bis zu 3-mal verwenden. Die ist relativ dünn, also musst du sehr vorsichtig sein, wenn du sie nochmal verwenden möchtest, ne? Dann, nachdem du sie vom Gesicht abgenommen hast, nochmal vorsichtig zusammenfalten, weil du hast hier so viel Serum drin. Ich weiß gar nicht, irgendwo hatte ich das nämlich auch mal gelesen. 25 Gramm Serum, das ist echt viel. Die gibt halt wirklich Feuchtigkeit und glättet auch dabei die Haut. Dann haben wir hier auch mit dabei Niacinamide, die ja so auch dafür da sind, um die Haut, also um Pickelmale und ja, Pigmentflecken so ein bisschen aufzuhellen. Und Panthenol, das pflegt, Calendula, das ist ja die Ringelblume, die pflegt und beruhigt halt auch, ne? Das ist meine liebste von den neuen Tuchmasken von Yepoda und wir haben hier, glaube ich, noch weitere Yepoda-Produkte drin, aber ich möchte euch die einfach mal im ganzen Set vorstellen. Und zwar, ich habe hier mal mein Handy rausgeholt, da gibt es jetzt ganz neu nämlich eins, das nennt sich The Slow Aging Set. Da haben wir so coole, ich blende euch das mal ein, so coole Produkte drin und ein 5er-Pack von diesen Masken, ne? Und das bekommt ihr normalerweise im Set für 146 Euro anstatt 181 Euro. Und ich habe auch noch einen Code, da müsstet ihr dann sogar nochmal 30% runterbekommen, sodass ihr das wirklich für einen wundervollen Probierpreis bekommt. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles verlinkt. Und Yepoda ist halt so ein bisschen für diejenigen von euch, die auf K-Beauty stehen und halt diese ganze koreanische Kosmetik ein bisschen ausprobieren wollen. Also da rede ich wirklich von sehr feuchtigkeitsspendenden Gesichtsmasken, von diesem Double Cleansing, was einfach ein Traum für meine Haut ist. Das hat meine Haut wirklich verändert. So viel dazu. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Yepoda ist ein wundervoller Kooperationspartner von mir. Und hier haben wir übrigens also ein biologisch abbaubares Vlies. Und die Verpackung hiervon ist aus Kartoffelstärke. Ein Traum, Leute, ich sag's euch. Genau, ja, alles natürlich vegan, tierversuchsfrei, dies, das, Ananas, ohne PEGs, Parabene, Parfüme und so, also wirklich auch für sensible Häutchen geeignet. Und ihr habt auch eine, müsste 30 Tage Geld-Zurück-Garantie sein, falls euch die Produkte so gar nicht zusagen. Bei der The Ice Cream würde ich euch persönlich empfehlen, das eher abends zu verwenden, wenn ihr euch tagsüber schminkt. Mir persönlich ist sie nämlich sogar ein ganz kleines bisschen zu reichhaltig um die Augenpartie herum, sodass ich die eher so für abends verwende. Genau. So viel dazu. Machen wir jetzt einfach mal weiter. Hier habe ich eine Creme von Sol de Janeiro, die Beja Flor Elastic Cream. Und das hatte ich auch in der Box, in der Muttertagsbox oder so drin. Das ist auch mit Retinol. Also hier auch ein Produkt, was ich nicht in Schwangerschaft und Stillzeit verwenden konnte, was unglaublich gut riecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das riecht auch so ein bisschen wie dieses, Mann, ich vergesse das immer, Baccarat Rouge. Ne? Daran erinnert mich das total. Und
Hat auch richtig schön gepflegt und oh, ich mag den Duft richtig gerne. Ich mag halt, also in der Creme mochte ich es gerne. Ich hatte mal eine Parfümprobe von dem Baccarat Rouge. Das hat mir leider nicht so gut gefallen auf meiner Haut selber. Vielleicht hat sich das jetzt mittlerweile verändert, dass ich das jetzt wieder mag, aber ich mochte das eine Zeit lang nicht so gerne. Und ja, mag ich sehr gerne. Bekommt ihr, glaube ich, bei Look Fantastic, ne? Dann habe ich hier ein Enzympeeling leer gemacht. Das habe ich auch eine ganze Zeit verwendet, weil du brauchst da gar nicht so super viel von. Von Ozek. Silky Bright Enzym Powder Facial Wash. Granular, also das ist so ein Granulat. Ich fand das okay. Also man macht sich das halt in die Hand hinein, machst ein bisschen Wasser mit drauf und dann kannst du das auf dein Gesicht geben, wenn du sowieso zum Beispiel auch dabei bist, dein Gesicht zu reinigen, wenn du gerade auch unter der Dusche stehst zum Beispiel, ne? Dann kann man das auch wirklich eine Minute bis maximal 3 Minuten auch einwirken lassen und dann wäscht man das ab und hat wirklich eine wunderbar sanfte, gereinigte Haut. War für mich bei Schwangerschaft und Stillzeit, da sind wir wieder bei dem Thema, ein Produkt, was ich halt sehr gut als Alternative zu den ganzen Säurepeelings verwenden konnte. Und weil ich ja gar keine mechanischen Peelings im Gesicht mag, ist das hier sowieso eine super Alternative. Und jetzt vor allem im Sommer, wenn ja auch die Sonne und so weiter da ist, ne, ist das auch eine Geschichte, die ich euch empfehlen würde. Also eher Enzympeelings verwenden, als jetzt halt Säure ins Gesicht zu geben. Weil da muss man halt wirklich immer aufpassen, dass man halt wegen der Sonnenstrahlen und so, ne, klar, Lichtschutzfaktor ist sowieso ein Muss, aber ne? Das ist tatsächlich für die Einsteiger auch immer ganz gut geeignet. Als ich jetzt zum Beispiel mit Freundinnen von mir gesprochen habe über Gesichtspeelings und so weiter, habe ich denen auch erstmal das Enzympeeling empfohlen. Oder wenn man halt vorsichtig starten möchte, dass man sagt, man nimmt Acelainsäure oder man nimmt ganz, ganz leicht BHA, AHA, aber noch nicht direkt Kravum ab ins Gesicht. Ne? Das ist, man muss da sich immer so ein bisschen rantasten und ich finde, dass Enzympeeling so eine gute Einsteigergeschichte ist, als Alternative zum mechanischen Peeling. Schreibt aber gerne mal eure Erfahrungen, welche Gesichtspeelings ihr so verwendet, in die Kommentare. Ich habe aktuell so, ja, Pickelchen hinten an der Kopfhaut. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es hormonell bedingt ist, dass ich auch so langsam wieder dahin komme, dass ich meine Erdbeerwoche kriege und so. Aber ein Shampoo, was mir tatsächlich sehr gut geholfen hat, das Ganze zu beruhigen, ist hier von Davin eins gewesen. Das hatte ich in der Box drin. Das ist Absolute Beautifying Shampoo. Ich weiß gar nicht, mit irgendeinem Öl ist das auch. Und das hat auch wirklich wie frisch vom Friseur gerochen. Das hat ein bisschen gespackt, ne? Man sieht es hier oben auch. Aber es roch so gut. Ich mag den Duft. Das hat auch was leicht Herbes. Also ich glaube, so ein bisschen Sandelholz oder so als Duftnote ist da auch irgendwie mit dabei. Aber das hat richtig schön meine Haare gepflegt und meine Kopfhaut halt auch entspannt. Ne? Das mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Von Lancôme habe ich einen Toner verwendet. Also das ist das hier. Rehydrating Comforting Toner. 50 ml. Also an und für sich ist das ein gutes Produkt. Aber ich finde, dass ich hier tatsächlich die Parfümstoffe sehr, sehr intensiv auf meiner Haut merke. Also wenn ich zum Beispiel gerade ein Peeling gemacht habe, zum Beispiel das Enzympeeling, habe ich richtig gemerkt, dass meine Haut das gemerkt hat, dass da Parfümstoffe drin sind, weil es leicht geblitzelt hat. Ne? Also an und für sich ein gutes Produkt, aber wenn man halt sehr sensible Haut hat und dann vielleicht auch gerade hormonell irgendeine Umstellung durchmacht, könnte es sein, dass das hier auch auf jeden Fall auf dem Gesicht spürbar wird. Wir haben ja auch einen dezenten Rosenduft mit dabei. Ich bin dann tatsächlich mittlerweile wirklich eher so bei diesen ganz, ganz milden Tonern und so weiter. Toner generell ist aber eine wichtige Geschichte, um der Haut einfach so nach der Gesichtsreinigung die Möglichkeit zu geben, den pH-Wert auszugleichen und so, ja, auch irgendwie schon mal sich vorzubereiten auf die nachfolgende Pflege, damit sie nicht ganz so überfordert ist mit den ganzen Wirkstoffen, die wir danach darauf geben, ne? Darauf, Prost, Kaffee. Ich habe auch ehrlich gesagt richtig viele Masken generell gemacht, einfach weil ich Bock hatte. Ich hatte einfach Bock. Ich habe Augenpads gemacht hier von Shiseido Vital Perfection. Die hatte ich mal irgendwie entweder selber bestellt oder irgendwo als Goodie mit dabei. Die waren riesig, nass und toll. Also wenn man vielleicht das Bild hier von der Lady sich anguckt, dann sieht man, wie groß die waren. Also die waren echt wirklich bis auf die Wange so drauf. Ne? Also das 1A hast du super direkt alle Augenfältchen und so auch mit abdecken können. Da musste man sich keine Sorgen machen, dass da vielleicht irgendwas ausgelassen wird. Mega. Aber halt sagt teuer. Dann von Balea Men, der Fußbalsam war in dem Männer-Adventskalender drin. Wow, da habe ich richtig lange was von gehabt. Das war ein wirklich reichhaltiger Fußbalsam mit einem interessanten Duft. Wirklich interessant. Es war jetzt nicht so klassisch Fuß, das hatte was leicht Waldiges mit dabei. Ja,
mochte ich gerne. Also ich habe mich gefragt, warum die das nicht in einem Tübchen da reingemacht haben, 16 Milliliter, ne? Weil ich habe da, glaube ich, eine Woche von gehabt. Und ja, das waren halt zwei Sachets. Also hätte ich mir ein komplettes Sachet auf beide Füße gegeben, das wäre niemals eingezogen. Und ja, ich fand es aber gut, mochte ich gerne leiden. Dann habe ich hier die neue Maske von Dalton gemacht, die Pink Splash Moisturizing Mask. Die ist gut. Ich habe hier jetzt nochmal direkt daneben die Hydro-Lift Maske. Das ist ja meine absolute Lieblingsmaske von Dalton. Die hier kannst du nämlich ja auch bis zu dreimal verwenden, würde ich sagen. Und die hat auch noch den Nebeneffekt, dass sie in Anführungsstrichen nicht nur Feuchtigkeit spendet, sondern halt auch noch den Lifting-Effekt macht. Diese hier gibt dir halt so einen Feuchtigkeitskick für zwischendurch. Die kostet aber auch ein bisschen mehr als die Hälfte von der hier, ne? Deswegen muss man einfach für sich entscheiden. Ich fand die gut, habe die auch gleich hier noch ein paar Mal drin. Würde aber wirklich sagen, wenn ich eine empfehlen soll, die hier. Flap, flap, definitiv. Die wird jetzt auch demnächst ohne die Pappverpackung auch zu haben sein. Also da wird aktuell auch umgestellt, ne? Und die ist trotzdem gut, definitiv. Aber die ist besser, ne? Wenn ich nur die gehabt hätte und die nicht kennen würde, würde ich sagen, die ist mega gut, aber die ist halt besser. Ist wie es ist, da müssen wir auch ehrlich sein. Was hier besser ist, meiner Meinung nach, ist die Passform tatsächlich. Also die sitzt, also wenn die wie eine zweite Haut sitzt, dann sitzt die wie deine eigene Haut. Das ist so krass, wie die sich anschmiegt und wie gut die sitzt und wie gut die auch hält. Also die mochte ich auch sehr, sehr gerne vom Tragekomfort vorher, ne? Nun, dann habe ich von Yepoda irgendwie, das spackt hier so ein bisschen rum, eine Maske gemacht. Die habe ich anstatt von dem Enzympeeling mal gemacht, weil ich mache ja zweimal in der Woche dann mein Enzympeeling, also mein Gesichtspeeling, und anstatt dessen habe ich dann diese hier einmal verwendet. Das ist eine peelende Maske mit PHA, was ja quasi nochmal die mildeste Form eines Säurepeelings ist. AHA, was so ein bisschen die ganze Feuchtigkeits- und Anti-Aging-Geschichte ankurbelt, und Algenkomplex haben wir hier auch mit am Start. Hier steht zwar morgens und abends darfst du die anwenden. Ich würde immer sagen, solche Masken bitte nur abends anwenden. Aber letztendlich müsst ihr das selber für euch entscheiden. Ich kann euch das ja nicht vorschreiben, möchte ich auch nicht. Das war eine schöne Maske, die ich auch sehr, sehr angenehm fand. Ein bisschen habe ich gemerkt, dass ich dann wieder Säure im Gesicht hatte. Aber das ist halt der erste Kontakt von meinem Gesicht mit Säure seit, ja, jetzt über einem Jahr schon, ne? Also von daher war das klar, dass ich das merke. Wäre ich auf meinem Stand von letztem Jahr im, ich sag mal, Februar gewesen ungefähr, ne? Da hat meine Haut ja wirklich alles gekannt. Retinol und AHA und BHA und alles durcheinander gefühlt, ne? Ja, aber jetzt musste ich die halt langsam wieder dran gewöhnen. Dann habe ich eine Strumpfhose mitgehabt in Malaga. Ja, das ist die Semi-Blickdichte, Fit in Form. Da musste ich echt, also war nicht so leicht, da reinzukommen, aber die hat gut gesessen, ne? Also die ist jetzt nicht im Müll oder so. Ich habe einfach die beiden Strumpfhosen, die hier drin waren, rausgenommen. Und damit sind die halt in der Wäsche. Die kommen ja nicht wieder zurück in die Packung. Ich mochte die eigentlich ganz gerne. Das Problem bei diesen ganzen Strumpfhosen ist bei mir halt immer, ich habe super weiße Beine, weswegen ich zwar den Selbstbräuner Booster von Beauty Mates auch gerne in meine Bodylotion mit reinmische, aber ich kann gar nicht so viel Selbstbräuner verwenden, als dass ich irgendwann mal diesen Farbmatch, also so einen Farbmatch habe mit diesen Strumpfhosen. Das ist sehr, sehr schwer. Falls ihr eine gute Strumpfhose kennt, die für sehr helle Häutchen geeignet ist und wo das nicht ganz so verrückt aussieht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin nämlich wirklich hart am Suchen. Ja, also die hier ist empfehlenswert, weil die halt auch sehr, sehr gut sitzt und sehr, ja, wie soll ich das sagen? Die stützt halt auch wirklich tatsächlich. Ich glaube, das soll sie ja auch, ne? Hilft beanspruchte Beine zu entlasten. Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber starke Stützwirkung schon. Die ist zwar im Bauch manchmal so ein bisschen runtergeflappt, aber, ne? Das ist halt das Problem. Ich muss mir die immer in 40, 44 holen, weil ich habe so lange Beine. Dann sind die aber meistens halt am Bauch einfach ein bisschen zu weit, sodass die da halt nicht perfekt sitzen. Dann habe ich noch eine Maske leer gemacht von Mud Maski. Das ist die Melting Cleansing Mask. Habe ich von Simone geschenkt gekriegt. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Das ist eine Maske, die ich gerne morgens verwendet habe. Und die habe ich freitags, glaube ich, auch immer verwendet. Ja, das ist halt eine Reinigungsmaske, ne? Und jeden Morgen beim Zähneputzen habe ich auch immer eine Gesichtsmaske, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe auf dem Gesicht. Wobei ich hier vor mein Gesicht nicht reinigen musste. Und Augenpads drauf. Und ich
finde, das gibt mir einfach nochmal so diesen Kick am Morgen und mir gefällt das einfach irre gut, dass ich da meine Routine habe und da auch einfach meine Masken genauso sortiert habe, dass es dann auch immer damit passt, dass ich dann ja zweimal in der Woche ja auch meine Peelings mache und dann immer geguckt habe, und wann habe ich zum Beispiel auch Drehtage, sodass ich dann am darauffolgenden Tag eine etwas reinigendere Geschichte habe und so, ne? Das ist echt so mega das Konstrukt in meiner Birne, was ich dann irgendwann mal einfach umgesetzt habe und anwende, und das ist so angenehm. Also ich finde, meine Haut hat sich wirklich sehr, sehr zum absolut Positiven entwickelt, sowieso, ne? Und sowas hilft mir halt auch, weil manche haben mir mal in die Kommentare geschrieben, so, hä, du kannst doch nicht jeden Tag eine Gesichtsmaske machen, da steht doch drauf, dass man die nur irgendwie 1 bis 3 Mal pro Woche nehmen darf oder so. Ja, wenn du halt von Reinigungsmasken zum Beispiel ausgehst oder von Feuchtigkeitsmasken, aber ich mix das Ganze ja auch. Also ich habe reinigende Masken, ich habe Feuchtigkeitsmasken, ich habe tonisierende Masken, glättende Masken, ne? Also alles so, ja, und das dann halt entsprechend aufgeteilt, und das ist einfach toll. Also ich mag das richtig gerne. Dann habe ich hier ein Abschminkprodukt gehabt zum Double Cleansing, das habe ich von der lieben Emmy geschenkt gekriegt. Und zwar ist es von Yves Rocher Pure Chamomile. Das ist eine beruhigende Reinigungscreme, habe ich als zweiten Schritt meiner Reinigungsroutine verwendet, also unter der Dusche, wenn ich quasi mit dem Kornbaum oder Reinigungsbalsam an sich mein Make-up schon mal so gelöst habe und ja, halbwegs runtergenommen habe, dann kommt sowas halt dann zum Einsatz und holt dann den Rest vom Schützenfest runter, und dann kommt man nachher aus der Dusche raus und hat eine wundervoll gepflegte, aber gereinigte Haut. Das hier fand ich okay. Würde ich persönlich mir jetzt so nicht nachkaufen. Ja, aber war ein gutes Produkt. Also es war sehr mild. Und wahrscheinlich für mich und meine Ansprüche etwas zu mild sogar. Ja, da irgendwie immer die eierlegende Wollmilchsau zu finden, ist auch gar nicht so leicht für mich, ne? Hier kommen wir gleich auch nochmal zu dem entsprechenden Shampoo, was hier auch noch irgendwo in den Untiefen drin steckt. Und zwar von Redken Extreme April Shampooing Conditioner ist das. Das war ein tolles Produkt, was meine Haare auch wirklich gut, ja, mit Feuchtigkeit versorgt hat. Also man gibt sich ja Shampoo zuallererst oben, so ungefähr bis zur, also an der Kopfhaut halt an, ne? Und so ungefähr bis zu den Ohren mache ich das dann immer, und ab Ohr gebe ich mir dann den Conditioner später rein. Ja. Und das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ich finde, ich habe auch wirklich genährte Haare. Was bei mir halt leider wirklich nicht funktioniert, und ich versuche es ja immer wieder, sind reine Drogerie-Shampoos. Das ist immer so ein kleiner Struggle bei mir, aber ja, den hier hatte ich jetzt im Adventskalender drin gehabt und den mochte ich sehr, sehr gerne. Also ich suche immer noch nach dem perfekten Drogerie-Shampoo, was bei mir halt auch funktioniert, und auch Conditioner, also die Pflegeserie, die ich euch dann auch mal empfehlen kann, ne? Weil ihr fragt mich ja immer danach und ich möchte ja auch gerne Antworten haben. Dann habe ich hier noch etwas Kleines drin, das war eine Zahnpasta von Swiss Dent Travel Gentle. Habe ich ja, in Malaga verwendet und dann zu Hause aufgebraucht. Hat auch so ein bisschen die Zähne weißer machen wollen. Ich sehe da nicht so wirklich den Effekt. Also das, was bei mir was bewirkt, ist zweimal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung zu gehen. Da holt meine Freundin Sandra nochmal alles von meinen Zähnen runter. Ich war auch letzte Woche. Da glänzt dann alles so schön. Und das, obwohl ich halt echt eine starke Kaffeetrinkerin bin, ne? Ja, die fand ich ganz okay. Ich bin halt immer noch ein Fan von meiner ganz langweiligen Elmex, die grüne. Die ist einfach so meine absolute Lieblingszahnpasta. Habe ich jetzt aktuell auch wieder in Anwendung. Dann habe ich jetzt hier aufgebraucht, auch von Emmy, Mühe Gourmand. Gourmet Blackberry, also quasi Heidelbeere, Himbeere, Scrub in Oil. Das ist ein Peeling von Yves Rocher gewesen. Ein mechanisches Körperpeeling, was toll geduftet hat. Okay, die Haut gepeelt hat. Ich bin halt eher ein Fan von Salz- oder Zuckerpeelings, weil mir das einfach ein bisschen mehr so gibt auf dem Körper. Aber das hier fand ich eigentlich auch ganz schön, und den Duft mochte ich auch ganz gerne leiden. Das war schon schön. Und das sieht halt auch echt hübsch aus, ne? Ja. Das war toll. Also der Duft war richtig toll auch, ne? Ich glaube, da gibt es auch eine komplette Reihe von. Sodele. Dann habe ich hier, beziehungsweise mein Freund hat es aufgebraucht, eine kleine Geschichte für euch. Ja, mein Freund hat ja schon das ein oder andere Duschgel von mir auch in seinen Backup-Schrank gestellt bekommen. Und das hier stand da schon eine ganze Weile drin rum. Das ist von Rituals, The Ritual of Samurai. Und ich habe ihn noch nie so erquickt aus der Dusche kommen sehen, wie als er das erste Mal verwendet hat. Er sagte zu mir, er hat Waschanlage gespielt. Mein Freund ist, by the way, 35, wird bald 36 Jahre alt. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man das Kind im Wanne nochmal rauslässt, finde ich ernsthaft. Und er hat es wohl genommen und sich dann
Und dann hat er sich einen Keks gefreut. Es ist in Ordnung, war dann aber nach ein paar Tagen schon leer. Naja, es ist in Ordnung und es hat ihm Spaß gemacht und es hat natürlich auch wundervoll geduftet. Ja, man kann das dezenter dosieren, dann hat man da ein bisschen was länger von, aber er hatte Spaß und das sei ihm auch vollkommen gegönnt, finde ich. Dann habe ich eine Mundspülung leer gemacht, das ist meine liebste, von DM Dontodent Sensitiv und Intensivschutz, die Mundspülung. Verwende ich mindestens einmal täglich, also zweimal täglich mindestens, ne, morgens und abends. Halt morgens nach dem Zähneputzen verwende ich Zahnseide und dann mache ich eine Mundspülung und abends halt genau das Gleiche. Ne? Wobei abends verwende ich ehrlich gesagt keine Zahnseide, nicht immer. Da bin ich nicht ganz so hinterher. Was hier halt das Positive ist, ist es ohne Alkohol. Das fand ich auch ganz gut, zum einen, weil das nicht so scharf ist, wobei das auch durchaus sehr scharf sein kann. Aber es ist halt dann nicht so, dass ich Angst haben musste in der Schwangerschaft oder Stillzeit, da sind wir wieder, dass ich da irgendwie was Alkoholisches aus Versehen irgendwie trinke oder dann doch schlucke oder so, ne? Das wäre halt unangenehm gewesen, das hätte ich jetzt so nicht gewollt, ne? Ja, dann haben wir hier nochmal eine Pink Splash Moisturizing Mask. Mega Zeug, ich sag's euch, ne? Wobei da, wie gesagt, gibt's noch die eine, die besser ist, aber trotzdem eine schöne Maske. dann habe ich die Augenpads gemacht von Dalton, die Hydrogel Lifting Augenpads, das sind diese hier. Ich sag's euch immer wieder, damit kannst du über Kopf an der Decke staubsaugen und genauso ist es auch, weil die euch null verrutschen. Ich habe jetzt hier auch gleich noch super viele andere drin und jedes Mal ist es so nervig, wenn du die hier vorher ein paar Mal verwendet hast. Wenn du dann andere nimmst und die anderen, die rutschen und hängen die irgendwann hier unten und du denkst dir, oh, alter Schwede, ich will doch nur ganz in Ruhe meine Pflege und, ne, und Zähne putzen und so, dann vibriert das Gesicht und alles flutscht runter, will man nicht. Und ja, das ist Luxus, ich weiß, aber ich lieb's. Genau, so, ja. Dann habe ich hier noch Ampullen leer gemacht und zwar O'Hare Hydration, intensiver Feuchtigkeitsboost. Die hatte ich in Malaga auf dem Zimmer, habe ich verwendet, mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Ein tolles Ampullenset, was einfach gegen für feuchtigkeitsarme Haut geeignet ist. Es gibt auf der Dalton Homepage super viele verschiedene Ampullensets, da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Mal gucken, wann ich den nächsten Code habe, da könnt ihr jetzt ja schon mal loslegen und gegebenenfalls den Produktberater oder den Produktfragebogen machen, den Hauttyp-Fragebogen, so nennt sich das Schätzelein, genau. Dass ihr euch einfach mal so ein bisschen vorschlagen lassen könnt, was gegebenenfalls für euch geeignet sein könnte. Probensets sind, glaube ich, aktuell ziemlich ausverkauft, aber vielleicht habt ihr genau dann jetzt Glück, wenn das Video online kommt und da kommt ein Restock. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, schon mal das ein oder andere Produkt im Vorfeld zu testen. Und wenn dann der nächste Code kommt, dann könnt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was sparen. Ne? So, hier habe ich noch eine kleine Parfümprobe aufgebraucht. Oh ja, das war ein sehr toller Duft. Das ist dieses neue Parfum von Kajali. Yum Pistachio Gelato 33, so hieß das. Ein ganz, ganz toller Duft. Wirklich toll. Also da überlege ich, den nachzukaufen, aber ich habe eigentlich genug Parfums da. Also wirklich. Ein sehr sanfter Duft. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist da kommt nichts mehr raus, das ist sehr schade. Ein sehr blumiger, pudriger, aber nicht so pudrig, dass ich davon Kopfschmerzen bekomme, Duft. Der einfach so angenehm riecht, also ganz, ganz toll, kann ich euch wirklich empfehlen, hatte ich mit dabei, als ich bei Sephora was bestellt hatte. Dann habe ich hier noch ein kleines Pöttchen, oh ja, das habe ich in Malaga verwendet. Ja, ich habe meinen Malaga-Müll mit nach Hause genommen. Ich weiß, ich war in der Badewanne. Von Codage, Paris, Celle de Bain, es waren Badesalze, die standen halt dort auf dem Zimmer. Und da war eine so geile Badewanne in diesem Only You Hotel. Also mega, guckt euch den Vlog an, es war einfach traumhaft. Und ich war in der Badewanne, habe das reingemacht. Ja, und hatte eine Wunde. Und das hat wehgetan. Aber es war sehr, sehr angenehm. Und es war einfach mal ein entspannendes Gefühl, nach Jahren wieder in eine Badewanne reinzugehen. Also, ne, das war cool. Dann habe ich hier noch eine Creme von Sol de Janeiro aufgebraucht, die Brazilian Bum Bum Cream. Auch das ein wirklich, es ist aber so ein richtiger Ding, ne, das ist, ich glaube, den gibt es sonst nirgendwo anders, diesen Duft, außer in den Sol de Janeiro Produkten. Das ist einerseits, meiner Meinung nach, ein totaler Winterduft, andererseits aber auch so ein richtig schöner, tropischer, ja, Sommerduft. Also das ist ganz, ganz verrückt. Weil ich den halt auch so leicht süßlich finde und ich finde, das hat auch leicht so, ja, fruchtige Noten. Ich weiß nicht, warum ich das auch im Winter sehe, keine Ahnung. Aber ich mag den einfach sehr gern. Wobei die andere,
noch ein bisschen reichhaltiger ist als die Brazilian Bum Bum Cream. So, 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 so. Dann habe ich jetzt hier Augenpads. Jo, ein paar. Genau, da habe ich jetzt einmal hier die Cadea Vera Stay Hydrated Hydrogel Augenpads. Kein Rutschen, gute Pflege war das. Hatte ich in einem Adventskalender drin. Dann die von Isana, Schneegestöber. Die waren ganz interessant, die waren auch in einem Adventskalender. Die waren wie diese Balea Q10 oder Q10, die man so kennt, die auf der einen Seite diese Klebefläche haben und auf der anderen Seite dieses Vlies, ne? Das fand ich persönlich ganz schön, weil dadurch hat es halt auch nicht gerutscht. Ich habe es euch, okay, nochmal hier aufgeklebt, ganz offensichtlich. Ja, vielen Dank, Vergangenheits-Claudi, das hast du total super gemacht. Also ich habe die wirklich gern gehabt, muss ich wirklich sagen. Und ich überlege mir auch vielleicht nochmal diese Balea Q10 nachzukaufen. Ich weiß nicht, ich glaube, Isana hat auch sowas, ne? Weil ich die echt schön fand. Annemarie Börlind ist tatsächlich, ich habe irgendwie hier gerade Fussel. Annemarie Börlind ist schon vergleichbar mit denen von Dalton, aber die hier sind, tschüss, beduftet. Da haben wir Duft drin und das ist Geschmackssache. Ne? Ich mag das gerne von Dalton, dass sie halt nicht beduftet sind. Weil, also ich meine, ich mag gerne, wenn mein Gesicht cremig riecht, gepflegt riecht, vielleicht ein bisschen nach Blume oder so, wenn ich eine Gesichtsmaske auftrage. Ich brauche aber nicht eigentlich so unter den Augen, weil das kann einem ja auch blöd in die Augen reinkriechen. Das ist eben so das Ding. Von Shelbens habe ich die Hanf Chill Out Augenpads hier gemacht. Das sind einmal die hier. Die sind schon gerutscht. Das waren welche, die so auf Wanderschaft gegangen sind und irgendwann hier unten hingen. Das war ein bisschen nervig, ne? Aber ansonsten haben sie, wenn sie dann da an Ort und Stelle waren oder halt hier unten waren, haben sie dann halt da gepflegt. Gepflegt haben sie alle. Dann haben wir hier von Dalton nochmal die Pink Splash Moisturizing Mask und täglich grüßt das Murmeltier. Dann habe ich hier die ja, Balea Gel Schuhpads mir eingelegt. Ja, die sind schon urmelalt, die habe ich schon seit Ewigkeiten. Ne? Hatte ich dann in meinen neuen hohen Schuhen eingelegt und ich muss aber sagen, hat jetzt nicht so super das auf Wolkengefühl gemacht, wie ich das normalerweise so kenne von den Gelpads. War nicht ganz so meins. Ja, natürlich hat sie nochmal die Hydrogel-Augenpads von Dalton gemacht. Babypopotücher von Julius habe ich hier auch einmal mit drin. Das ja, sind welche von Amazon. Das sind die Mama Bear Sensitive Unscented. Ja, ne? Braucht man manchmal halt einfach. Geht dann auch nicht anders. Ich habe nochmal die Augenpads gemacht. Offensichtlich war ich sehr müde. Dann habe ich von Engelsrufer Luna, yo, Schauergel. Das war ein toller Duft. Ein ganz, ganz toller, angenehmer Duft. Oh mein Gott, das mochte ich gerne. Ja, sehr angenehm. Ist ja nach diesem Parfum auch nachempfunden. Ist jetzt nicht so super speziell Kabam-Parfüm-mäßig, aber es war angenehm unter der Dusche. Muss ich wirklich sagen, das hat mir gut gefallen. Da hatte meine Kamera meine Redezeit für beendet erklärt, aber hey, ich kann ja nochmal auslösen hier, ne? Da kenne ich nichts, da ist noch gut was drin. Sammy ist auch ganz neugierig, was hier passiert. Dann habe ich eine Haarmaske verwendet von System Professional, die Repair Mask. Ja. Haarstärkung mit Tiefenwirkung, eher 33 ml. Das kann ich also definitiv. Ne, die musst du nur 5 Minuten einwirken lassen. Ich fand die richtig, richtig gut, auch Haarmasken. Also der Schritt oder die Reihenfolge ist ja normalerweise Shampoo, Haarmaske, Spülung. Ne? So. Und auch die Haarmaske wirklich nur in die Länge, nicht auf die Kopfhaut, es sei denn, es steht explizit drauf. Ja, mochte ich gerne leiden. Ich habe davon aber auch noch andere, also Backups quasi. Ja, Pink Splash Moisturizing Mask war mal wieder mit am Start. Einen Küchenreiniger habe ich aufgebraucht. Ich wollte immer eine Person sein, die eine saubere Küche hat. So. Und eine wundervolle Zuschauerin hatte mir mal in die Kommentare von einem Vlog reingeschrieben, als ich auch in dem Vlog gefragt habe, so hey, wie oft macht ihr eure Küche sauber? Sie hat reingeschrieben, jeden Tag. Und da habe ich mir gedacht, alter Walter, ist das eine Arbeit? Spülmaschine ausräumen, einräumen, Oberflächen sauber machen. Aber dann habe ich das wirklich auch durchgezogen und habe das auch gemacht, jeden Tag. Und ganz ehrlich, Leute, es ist viel weniger Arbeit, wenn man das jeden Tag macht. Viel weniger. Da bin ich einmal morgens, sowieso, wenn ich da im Durchgang bin und mir einen Kaffee hole oder so, 5 Minuten, bapp, Küche fertig, zack, zack. Und jetzt bin ich halt eine von denen, die das dann auch wirklich dann immer so hat. Und das fand ich cool. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weite ich das vielleicht auch noch auf andere Räume aus? Das ist schwierig, denn ich wohne hier nicht alleine. Also Staubi fährt ja sowieso, oder Alfred, wie er heißt, fährt sowieso mindestens einmal am Tag hier rum, um halt die Hundehaare und so weiter aufzunehmen. Aber ich habe halt einen Freund, ne?
Der lässt sein Kram halt überall liegen und ich habe keinen Bock, jeden Tag immer nur meinem Freund hinterher zu räumen. Auf gar keinen Fall, da habe ich gar keine Zeit für. Dann habe ich hier von Dalton die Q10 Energy Boost Maske gemacht. Die ist per se gut, aber Dalton hat halt einfach andere Masken, die noch besser sind, ne? Also das ist halt so mein Fazit auch gewesen, als ich euch das Maskenvideo von Dalton gedreht habe. Die ist gut, aber es gibt halt bessere, ne? Ja, die hat auch wieder diesen schönen Spa-Duft. Also es ist halt alles sehr, sehr angenehm und so. Und die ist auch super für meine Haut gewesen. Wirklich gut. Aber ich mag zum Beispiel die Magical Effect Maske. Die mag ich einfach hammergerne. Wobei die natürlich eher so Richtung klärend ist. Und die Q10 oder Q10 ist dann halt mehr so Richtung glättend, feuchtigkeitsspendend. Wobei ich da dann eher zu der Hydro-Lift-Maske greifen würde. Ja, dann habe ich von Cardi Avira noch andere Augenpads gemacht, und zwar die Vitamin C Energy Augenpads. Trotz dick, kein Rutschen, gibt Glow durch Vitamin C und Pflege durch Panthenol. Top. Jo, das kann man nicht besser sagen, hat Vergangenheitsklaudie gut aufgeschrieben. Ich habe eine Balea Gesichtscreme verwendet, und zwar ist das diese hier, die Urea Nachtcreme. Die ist für sehr trockene und sensible Haut geeignet. Ich mochte die, ehrlich gesagt, wirklich gerne. Das große Aber dabei ist, ich brauche, beziehungsweise meine Haut braucht noch mehr. Also quasi, du hast hier das Urea, du hast hier diese reichhaltige Pflege, fein. Was meine Haut dann aber gerne noch hätte, sind die ganzen weiteren Wirkstoffe. Und da habe ich dann halt weiter mit Boostern oder mit den High Concentrates nachgeholfen, um die Creme dann entsprechend aufzupeppen. Aber als Creme an und für sich war sie super. Hat schön meine Haut genährt und wirklich auch toll über Nacht meine Haut gepflegt. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Sehr empfehlenswert, parfümfrei. Mein Aber ist dabei, alles was so weitere Wirkstoffe angeht, die halt nicht in dieser Creme enthalten sind, würde ich empfehlen, nochmal zuzusetzen. Wobei, da gibt es sicherlich auch in der Drogerie welche, da müsst ihr mal vorbeischauen. Ich habe da noch nicht so die besten Erfahrungen mit gemacht, bin ich ehrlich. Also bislang alles, was ich so an Hautpflege aus der Drogerie verwende, hat bei mir nicht so den Effekt gemacht, den ich jetzt so im Gesicht sehe bei mir. Natürlich bin ich geschminkt, aber meine Haut ist wirklich, wirklich viel, viel, viel besser. Ich habe vor 3 Jahren angefangen mit Dalton Beauty Mates und ich glaube auch mit Hypoda zusammenzuarbeiten. Also ich glaube wirklich, ne, im Mai 2020 war so der Startschuss für meine Hautpflegekooperation und da hat sich alles grunderneuert. Ich hatte vorher angefangen auch schon die Pille abzusetzen, also das hat dann quasi keine hormonelle Einwirkung so von den Geschichten noch mit gehabt, ne? Ich hatte eine wirklich nicht so schöne Haut, obwohl ich meine Haut eigentlich als gute Haut gesehen habe, aber meine Haut wurde durch die 3 mega gemacht. Ich bin sehr, sehr glücklich drüber. Klar, Falten habe ich, brauchen wir gar nicht drüber reden, ich bin ja auch ein paar Jährchen älter geworden, aber ich finde, ich sehe einfach ebenmäßiger aus, ich sehe frischer aus, ich sehe nicht so fleckig aus. Und ich hatte hier immer so einen roten Fleck, der ist weg. Der ist dann wahrscheinlich durch hier diverse Peelings, Niacinamide, Vitamin C, Retinol, ne, ist ja dann wahrscheinlich verschwunden. Also durch viele verschiedene Inhaltsstoffe, Wirkstoffe in den Produkten. Ich kann es nur immer wieder sagen, ne? Ich bin da halt sehr, sehr gut mit zufrieden. Und davor habe ich immer Drogeriepflege verwendet. Meine ich ja nur. Dann habe ich hier die Neutralseife. Jo, die war mal in der Trendrater-Box drin. Die steht bei mir oder stand bei mir am Waschbecken. Wie soll ich das sagen? Wenn Julius, wenn die Windel nicht hält, dann muss man die Sachen ja ein bisschen vorwaschen. Und da habe ich einfach Neutralseife genommen. Hier haben wir auch das Shampoo von Redken, was ich eben hatte. Ne? Das mochte ich auch sehr, sehr gerne leiden. Das ist wirklich auch so Friseurqualität. Ne? War eine schöne Sache, habe ich gestern Abend erst leer gemacht. Dann habe ich hier von Rituals, Tiny Rituals, das haben wir von Unbox Butterfly Nicole von einem Jahr geschenkt gekriegt. Ultra Mild Hair and Body Wash und ja, das war halt für Julius. Sehr angenehmer Duft, also wenn wir das verwendet haben bei ihm, die ganze Bude hat danach gerochen. Es war so toll, weil dieser typische Babyduft, ne? Also es war so angenehm, aber dieser typische Babyduft. Also ich glaube, hier sind definitiv Parfümstoffe drin. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Dann habe ich hier etwas aufgebraucht, und zwar die Fußbutter von Balea. Die war gar nicht so gut. Also ich habe die aufgebraucht, ne? Aber ich mochte den Duft nicht so gerne. Nee, also ich brauche keine Füße, die nach Pfirsich riechen, weil ich finde, Pfirsich ist jetzt nicht so der Duft, den ich mit Füßen in Verbindung bringe. Da hätte ich eher was Wärmeres genommen oder so. Ich weiß es nicht. So Vanille oder so. Vanillefüße? Man weiß es nicht. Ja, und ich fand das auch nicht so super vom Produkt an und für sich. Also
Nee, da mochte ich das von Balea definitiv lieber. Ne? Balea Men. Also das war auch Balea. Balea Men. Dann habe ich hier noch eine andere Fußcreme leer gemacht. Die hatte ich, glaube ich, in der Goodiebox dann mal drin. Puder Dazerne DK Must Have Altien Fort Creme. Genau, parfümfrei. 30 ml sind hier drin. Die war richtig gut. Die war nur ruckzuck leer. Alto, will lieber die schnell leer. Ja, hat schön meine Füße gepflegt, ne? Ich habe aufgebraucht, ja, dann auch tatsächlich die Lanzino HPA Lanolin Brustwarzensalbe. Die habe ich sehr gebraucht, ja. Die hatte ich ja auch im Laufe der Zeit nachgekauft gehabt. Da hatte ich eine kleine Größe von und dann habe ich mir die in groß nachgekauft. Hat mir sehr gut geholfen. Ich habe auch noch die ein oder andere geöffnete hier. Die verwende ich einfach als Lippencreme. Ja, dafür sind die auch super geeignet. Mein letztes Uncorrupted Beauty Produkt habe ich aufgebraucht. Und zwar ist es die Hair Mask. Richtig tolle Haarmaske. Wirklich richtig gute Haarmaske. Richtig gute Haarmaske. Generell sehr, sehr gute Pflegelinie. Da bin ich echt am Überlegen, ne? Aber ich habe so viele Haarprodukte noch hier, aber das war schon schön. Mit Panthenol und Phytosqualan. Panthenol ist ja immer auch so eine pflegende Geschichte. Phytosqualan ist dafür da, um die Feuchtigkeit eigentlich in der Haut oder auch in den Haaren dann ja entsprechend zu halten. Also die Reihe mochte ich sehr gerne, die Nourish and Repair Reihe. Die war schon gut, ne? Ja, ja. So, dann habe ich hier, jo, das war toll, Garnier Body Superfood Körperpflege, 48 Stunden reparierende Bodybutter, ich musste trotzdem jeden Tag cremen, Kakao und Ceramide. Oh mein Gott, Leute, die ist so super, das habe ich euch in einem Trashy-Video auch gesagt, als ich meiner Freundin die ans Herz gelegt habe. Ceramide sowieso 1A für die Haut, meine Haut liebt Ceramide, das ist eine ganz tolle Geschichte, weil das auch so ein bisschen Hautbarriere stärkend ist und reparierend, ne? Und ich habe eben schon gesagt, trockene, sensible Haut und dann brauche ich sowas. Kakaoduft sowieso traumhaft geil, mochte ich gerne. Konsistenz, mega seidig, mega angenehm, schön eingezogen. Also ich musste nicht da stehen wie ein Stern, also ich konnte mich schon danach wieder anziehen. Spendet Feuchtigkeit bis zu 10 Hautschichten tief, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ne, für sehr trockene Haut. Gibt auch tatsächlich von Garnier verschiedene Richtungen mit verschiedenen Zusatz hier Wirkstoffen. Also hier ist halt Kakao und Ceramide und dann gibt es auch noch andere Sachen. Ananas und Tüdelü, Papaya und Tüdelü war das, glaube ich, ne? Mega. Richtig, richtig gut. Dann habe ich hier ein, jo, das war auch gut. So viel positive Sachen, das ist schön. Morning Street Brightening Conditioner mit Argan und Marulaöl. Das war schön, hatte ich, glaube ich, in der Blessing-Box drin. Die Wirkung und der Duft waren echt super. Und, oh, ja. Richtig toller Duft. Also das ist auch wieder so ein Friseurprodukt, glaube ich, gewesen. Ne? Mochte ich gerne leiden. Oh. Und dann ist es halt immer so traurig, dass meine Haare halt so teure Sachen so toll finden. Ne? Naja, dann habe ich hier von Dalton etwas auch gebraucht. Ein Produkt, was ich gerne zweckentfremde. Und zwar ist das die Sensitive Care Derma Balance Beruhigende Creme Medium. Die gibt es auch noch in der leichten und in der reichhaltigen Variante. Ich verwende die einfach super gerne für mein Unterstübchen, also quasi als Mumu-Creme. Und die ist super als Aftershave-Cream tatsächlich auch geeignet. Reduziert halt so Rötungen, eingewachsene Härchen und macht alles wirklich tutti. Das muss ich wirklich sagen. Die ist echt genial und habe ich jetzt auch aktuell in der Rich-Version in Anwendung. Mega. Hat mir schon das ein oder andere Mal den Poppes gerettet. Wortwitz. Bubble Tea Tree Mask habe ich hier von Mask Me Up. Das ist eine tiefreinigende Gesichtsmaske, die ich echt witzig fand. Was habe ich denn hier? Arbeitet. Hä? Okay, wie sie arbeitet. Blitzelt leicht, schäumt. Haut leicht gerötet, ölfrei und gereinigt. Top. Was hat die Frau sich dabei gedacht? Ja, mochte ich. Also hat meine Haut gereinigt, dafür ist sie da und das hat sie getan. Man muss halt einfach nur gucken, weil sie halt sehr, sehr reinigend ist, dass wenn man ein Sensibelchen ist, dass sie halt dann zu Rötungen hervorrufen kann. Dann habe ich hier ein Produkt leer gemacht. Jo, das war auch schön. Die Time Machine von I Want You Naked. Das ist ein Produkt, was ich in der Goodie Bag drin hatte, als ich bei Glossy Box in Berlin war. Genau. Ist halt so ein Rollding hier oben dran. Kann ich jetzt auch theoretisch mit anderen Produkten nachfüllen. Und ich glaube, das mache ich sogar, weil ich das so cool von der Applikation her fand. Wobei da frage ich mich, ist das hygienisch? Ne? Wenn man sagt ja immer um die Augen herum, immer so alle paar Monate dann wechseln, genau, also Mascara auch und Eyeliner und so weiter. Weil wenn ich hier immer so rolle und auch um meine Augen drumherum rolle, ist es, glaube ich, gar nicht dann so gut.
Na, ich weiß noch nicht. Ich stelle mir das zur Seite. Auf jeden Fall fand ich das gut. Nicht so gut wie von Beauty Mates den Augenlifting Booster, muss ich gestehen. Aber ich mochte die Applikation. Ich fand es schön, dass es dieses Kühlende war. Und ich fand auch, dass es super schnell eingezogen ist. Danach habe ich natürlich noch eine Augencreme verwendet, weil das ja eher so ein Augenserum ist. War aber schon eine coole Sache. Dann habe ich hier von Medicaid das Hydrate B5 Intense Hyaluronsäure mit NMF Replenishing and Boost Produkt verwendet. Schönes Gesichtsserum. Ja, fand ich jetzt nicht so mega überragend, dass ich sagen würde, ich möchte mir das nachkaufen. So nicht. Ich habe das gerne verwendet, als ich dann so ein bisschen jetzt auch wieder mit Retinol zum Beispiel angefangen bin, um das halt damit auch zu verbinden, dass ich das Retinol nicht pur auf mein Gesicht aufgetragen habe. Ne? Das einfach in Kombination, damit einfach meine Haut ein bisschen gechillter war dafür. Dann habe ich eine Lidschattenbase leer gemacht von Revolution. Die hatte ich in meinem Project Pan drin, genau. Und die war gut, ist aber dann irgendwann auch nicht mehr so schön gewesen, ne? Sodass ich da dann auch froh war, als sie leer war, weil sie dann halt auch dafür gesorgt hat, dass der Lidschatten dann weniger gut gehalten hat, als wenn ich sie nicht verwendet habe, was bei einer Lidschattenbase genau das ist, was sie ja verhindern soll. Dann habe ich nochmal The Rescue Moment gemacht, also auch hier als Alternative zu einem Peeling, einfach mal machen. Ja. Aber wie gesagt, abends. Das hat mein Freund gemacht, seins Duschgel erfrischend, Minze, Koriander. Eigentlich mag der nicht so gerne diese Minzduschgele, aber er fand die Verpackung so toll. Diesen kleinen Mini-Kanister, da habe ich ihn mitgekriegt. Und das roch gut. Jo. Ja, und wenn Schatzi mir die Sachen gibt, dann sagt er, war gut. Oder halt, ich war in einer Waschanlage. Dann habe ich hier etwas leer gemacht, das haben wir jetzt aktuell auch wieder in Anwendung, und zwar von Frosch Baby, der Spülreiniger. Finde ich einfach eine empfehlenswerte Geschichte. Also ich gebe tatsächlich die Fläschchen in die Spülmaschine, spüle sie aber per Hand vor und gegebenenfalls auch nochmal nach, je nachdem wie sie so rauskommt. Ne? Und da gebe ich halt einfach ein Tröpfchen hiervon dann in die Flasche und schüttel die dann entsprechend und ja, ne, ist eine gute Geschichte. Dann habe ich hier auch gebraucht eine Augenmaske von Maria Galant, die war toll. Die Augenkonturmaske habe ich aus Trashy rausgenommen, mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Ich bin ein absoluter Fan von diesen Creme-Pöttchen-Augenmasken. Natürlich sind die Draufmach-Augenmasken, also die Pads, toll, wenn sie denn dann halten, was ja immer die Frage ist. Ich finde es aber wirklich cooler, wenn man das halt in so einer Tube hat. Einfach, weil ich das auch, also du hast da länger was von und ich weiß nicht, ich finde es einfach besser, wenn ich mich entscheiden müsste. Ne? Würde ich sagen, Leute, macht da auf jeden Fall sowas. Dann habe ich hier das Enzympeeling von Dalton verwendet. Kannst du für 2 bis 3 Anwendungen verwenden. Das Comfort Clean Soft Skin Effect Enzympeeling. Das Enzympeeling von Dalton ist super fein. Also das von Ozek, was ich euch eben gezeigt habe am Anfang, ist eher granulatmäßig, also körniger. Und lässt sich halt mit Wasser auch vermengen in der Hand, um es dann nachher auf das Gesicht zu geben. Aber das hier ist so toll pudrig und also ich finde es auch noch besser tatsächlich und mag es auch sehr, sehr gerne. Also mag ich. Schönes Peeling. Ja, kann man empfehlen. Das heißt aber, ja, We Are Paradox. Repair 3-in-1 Conditioner nach dem Shampoonieren fand ich top. War halt so eine eher so medizinische Verpackung, ne? Aber ich mochte das Produkt gerne. Limited Edition Klopapier habe ich hier reingepackt. Ja, ne? Es ist wunderschön gewesen mit diesen Eisbären. Mensch, Mensch, war das ein tolles Klopapier. Ja, dann habe ich hier etwas aufgebraucht und zwar von Balea eine Handcreme. Der Duft war schon krass, Leute. Das war schon krass. Also ich habe das dann ja auch, ne, im Mai, wie gesagt, aufgebraucht. Dementsprechend ist Weihnachten dann schon ein paar Monate vorbei gewesen. Also da dann Hände zu haben, die nachher Lebkuchen oder so zu riechen, ist echt so eine Sache. Wobei, doch, Lebkuchen, würde ich tatsächlich sagen. Es war Lebkuchen. Ja, hat okay gepflegt, ne, war jetzt kein Schlüpperstürmer, wird Melli dazu sagen. War okay. Dann habe ich hier von Da Vinci meine liebste Reinigungsseife, die Cleansing Soap, finde ich sehr empfehlenswert. Ich mache mir die immer an diesen Magnethalter und letztens kam auch meine Stiefschwiegermama ins Spiel und die wollte diese Seife verwenden zum Händewaschen. Ich sage, nee, nee, das ist eine Pinselseife. Ich habe dafür extra noch eine andere daneben stehen. Ich glaube, ich sollte mal eher so mein Badezimmer beschriften, dass alle wissen, wofür was ist. Oh. Dann habe ich hier noch ein Körperöl leer gemacht. Das Rituals of Ayurveda Nourishing Rich Body Oil. Finde ich per se okay, aber ich finde, dass es nicht so gut ist wie von Freiöl zum Beispiel. Das verträgt meine Haut einfach auch irgendwie besser. Das ist sehr, sehr stark parfümiert. Du riechst damit auch sehr, sehr gut, wenn du den Duft magst. Ich finde es halt nur wirklich sehr, sehr
parfümiert und dafür die Pflege halt nicht so reichhaltig. Ich verwende das ja quasi von Knie bis Poppes. Da ist dann immer so mein Bereich, wo ich Körperöle verwende, weil da habe ich ja noch meine Dehnungswogen, Schwangerschaftsstreifen, Tigerstreifen, nenn es wie du willst. Also als ich halt mal zu schnell gewachsen bin in meiner Jugend, sind die halt entstanden damals. Und den Bereich pflege ich damit halt immer, damit diese Streifen etwas mehr verblassen. Und ich muss wirklich sagen, seitdem ich das mache, dass ich jeden Abend da auch so Öle drauf mache, es ist so geschmeidig und es sieht kein Mensch mehr, dass da mal irgendwann so Dehnungsstreifen waren, außer ich selbst. Ne? Jo, dann hat mein Freund noch ein Duschgel leer gemacht. Der hat ordentlich ausgemistet und zwar von Balearman das Duschgel Surfer's Paradise mit belebendem Duft. Er mochte den Duft, er mochte das Duschgel, hat sauber gemacht, hat er gesagt. Oh, das war das noch. War ein sehr mildes Duschgel offensichtlich, weil so doll riecht es jetzt. Also intensiv riecht es jetzt nicht. Nochmal ein Comfort Clean Enzym Peeling habe ich leer gemacht. Dann habe ich hier Garnier Skin Active Hyaluron Cryo Jelly. Eine Tuchmaske mit Kühleffekt. Es war ganz schön kalt, als ich die verwendet habe, aber ich kann euch die mega im Sommer empfehlen. Wenn ihr vielleicht von so einem Tag Gartenarbeit oder wenn ihr viel draußen gewesen seid, einen Tag im Freibad oder keine Ahnung, ne? Macht euch diese Maske drauf. Sehr, sehr angenehm. 1A für den Sommer. Nach Gartenarbeit habe ich auch drauf geschrieben. Nass und top. Also ich mochte die sehr gerne. So, wir haben hier noch ein bisschen. Und zwar von Denkmit die Allzwecktücher feucht. Ne? Gehen immer mal wieder hier leer. Kann man immer gut gebrauchen. Helfen halt bei allen möglichen Sachen, die verschüttet werden oder sonst irgendwie irgendwo landen. Dann habe ich noch von Rituals eine Duftkerze leer gemacht. Die stand hier hinten. Die Green Cardamom. Ich finde, die hat nicht nach so viel gerochen. Die jetzt hier ist, das ist eine von Profissimo. Die hat so Schokoduft, da riecht man schon so ein bisschen was und nimmt den Duft wahr. Die hier habe ich hier in diesem Raum nicht wahrgenommen. Obwohl die super ausgebrannt ist. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Das war klasse. Dann habe ich noch ein kleines Babyöl für Julius leer gemacht. Und zwar von Hip, das Babyöl, Pflegeöl sensitiv mit Bio-Mandelöl. Das war schön. Das haben wir dann halt so für sein Bauchi genommen, wenn wir Bauchi-Massagen gemacht haben oder halt generell so ein bisschen zum Eincreme, Einölen, wie auch immer. Das war gut. Hat uns gut gefallen. Dann habe ich hier von Wild ein Deo leer gemacht und zwar ist das ein Refill gewesen. Nur welcher Duft? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Steht hier nämlich nicht drauf. Das ist ja schade. Die Wild Deos sind per se ganz gut und ich verwende sie gerne abends nach dem Duschen. Man sollte halt nur, ja, nicht zu dick die Dinge auftragen, weil ansonsten hast du es dann wirklich im T-Shirt sitzen oder du musst halt etwas öfter dein T-Shirt, dein Schlafshirt wechseln, weil das wird niemals so schnell einziehen, wenn du das halt dick drauf schmierst, ne? Und also wenn ich so zwei Swipes mache, dann ist es kein Problem. Dann habe ich auch keine Rückstände an meinem T-Shirt. Aber wenn ich so richtig, keine Ahnung, rubbel oder so und nicht drüber nachdenke, dann sehe ich am nächsten Morgen, was ich am Abend vorher getan habe. Dann habe ich hier noch eine Maske aufgebraucht, The Timeless Moment. Also denkt auf jeden Fall an das Slow Aging Set von Yepoda. Ist auch in der Infobox verlinkt, ne? Ja. Habe ich euch eben schon was zu erzählt. Brauche ich nie normal sagen. Fast vergessen und doch aufgepasst. Ich habe hier noch einen Primer, den ich aufgebracht habe. Der war nämlich in meinem Project Pan drin. Das, was ich noch im Update reinpacken muss. Egal, es stand auf jeden Fall auf der Seite von Relove, der H2O Primer. Der ist auch sehr, sehr gut gewesen. Der hat mit jeder Foundation echt super funktioniert. Obwohl ich anfangs ein bisschen Bedenken hatte, ob der vielleicht krümeln könnte. Und den kann ich euch auch wirklich ans Herz legen, weil der wirklich mit jeder Foundation gut funktioniert hat. Ne? Eine sehr empfehlenswerte Geschichte nochmal. Und als letztes, glaube ich, habe ich keine Ampullen. Doch, habe ich ein Ampullenset. Ist hier. Genau. Wollte schon sagen. In Dentifrisch habe ich hier eine Zahnpasta leer gemacht. Ist das nicht mal eine mega geile Verpackung für eine Zahnpasta, Leute? Habe ich hart gefeiert, ne? Ich habe auch fast alles rausgekriegt. Fand ich gut. Sehr mild, aber gut. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und das ist eine Art von Zahnpasta, die ich auch wohl in Beautyboxen gut finden würde. Sonst nöle ich ja immer so gerne. Aber nein, das war gut. Eine schöne Zahnpasta, die meine Zähne gepflegt hat, weiß gemacht hat, beziehungsweise gereinigt hat halt. Ne? Ja, ich habe hier so einen Müllberg vor mir, der jetzt einfach sortiert und entsorgt werden möchte. Und habe euch hiermit auch meinen kompletten Müll aus dem Monat Mai gezeigt. Denkt auf jeden Fall dran, Sponsor des Videos, Yepoda, ne? Da habe ich euch die Sachen soweit in der Infobox verlinkt. Schaut super gerne einfach mal vorbei. Und ja, dann war es das hier.
Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht, platt gemacht, weg damit 2023 Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.